Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel Hillecke und das heutige Video trägt den Titel Kill the Messenger, the Bringer of War. Ich nenne das auch gerne immer die Käseglocke-Lüften. Also Leuten die Wahrheit zeigen oder beziehungsweise eine andere Perspektive zeigen, die ihnen dann wohlmöglich nicht gefällt. Ja? Habe ich selbst schon ganz oft die Erfahrung gemacht und im ersten Augenblick, vor allen Dingen, wenn man persönlich diese Nachricht überbracht bekommt, die auch mit einem persönlich zu tun hat, ist man erstmal ein bisschen angefressen, weil man ja akzeptieren muss, oh, vielleicht könnte die andere Person ja recht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es handelt sich um Kritik. Oder um wirklich eine neue Perspektive, wo man einfach ein neues Weltbild gezeigt bekommt. Und die meisten Leute möchten das dann nicht. Ja? Das ist unangenehm, also zum Beispiel Klimawandel gibt es alles nicht und so. Jetzt haben wir 50 Jahre irgendwie wie die Male im Speck gelebt und dann das Tafelsilber verfressen und jetzt, nee, das muss doch so weitergehen. So, Wachstum immer, ja klar, natürlich. Macht ja auch total Sinn, ja, total logisch in sich schon. Jesus. Das ist so ein typisches Beispiel davon, wie man eine Wahrheit aussprechen kann, die dann einfach nicht akzeptiert wird. Ja? Im Altertum war das auch schon so, da hat jemand eine Nachricht überbracht und dann wurde dafür geköpft. Ja? Ihr kennt ja den einen oder anderen Film, wo der Reiter dann ohne Kopf nach Hause kam. Einfach nur deshalb, weil er die Nachricht überbracht hat. Daher kommt der Spruch Kill the Messenger. In meinen Kursen nenne ich das immer gerne die Käseglocke lüften. Also den Leuten einfach zeigen, guck mal hier, da, das gibt's auch noch, so sieht's aus. Das ist die Wahrheit oder ein weiterer Teil der Wahrheit. Und ich möchte euch eigentlich nur dazu aufmuntern, den Reiter nicht zu köpfen, sondern dem Reiter irgendwie ein schönes, warmes Essen hinzustellen und sagen, hey, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Weil wenn ihr das in eurem Leben zulasst, dann könnt ihr eigentlich immer nur profitieren und lernen. Sogar ab und an bei destruktiver Kritik. Ich habe ein anderes Video gemacht, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall destruktive Kritik annehmen. Stimmt auch. Trotzdem kann man destruktive Kritik kurz hinterfragen. Vielleicht ist ja ein Fünkchen dabei. Ja? Also es ist ein schmaler Grat. Aber letzten Endes ist alles, was euch in dem, was ihr vorhabt, besser macht, willkommen. Das ist ein Lernprozess. So. Und ihr solltet Lust bekommen auf den Lernprozess. Das ist halt der Punkt. Ja? Und wenn das passiert, dann könnt ihr eigentlich jegliche Kritik als was Tolles, als was Geiles annehmen. Und wenn ihr das ein bisschen übt, ein paar Monate lang, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, wow, geil, schon wieder was gelernt. Das öffnet euch einfach neue Möglichkeiten, neue Perspektiven und das macht tatsächlich Spaß. Als Musiker muss man das sowieso, lernt man immer mehr dazu, also wenn man wirklich seriös ein Instrument erlernt. Und aus diesem Hintergrund habe ich auch diese ganzen Techniken oder die ganzen Ansichten. Ich versuche das halt auf die Persönlichkeitsentwicklung zu übertragen. Und das klappt eigentlich ziemlich gut, weil in der Musik passiert das zwangsläufig. Ja? Und wenn du ein anderes Fach wirklich ausgiebig studierst, was weiß ich, wenn du Weltklasse Schach spielen kannst, dann musst du das auch machen. Du musst in diesen Kaninchenbau rein und musst den inneren Teufel besiegen, der dann nämlich sagt, ja, aber Moment, was soll denn das? Ich möchte diese Kritik doch eigentlich gar nicht annehmen. Schwachsinn, ja? Zulassen, annehmen und umarmen. So, das war's. Jetzt habe ich mich oft genug im Kreis gedreht. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg, euer Manuel. Tschüss.